Hallöchen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Gothic, die Welt der Verurteilten. Wir sind hier wieder in der neuen Mine, stehen vor Okyl, dem Chef der neuen Mine, und sagen ihm, dass Blade sich bereit erklärt hat, in der Schmiede zu arbeiten. Also, ich habe jemanden gefunden. Ja, das habe ich schon mitbekommen. Blade ist ein guter Mann. Er ist bereits in der Schmiede und hat angefangen zu arbeiten. Hier, ein bisschen was für deine Mühen. Danke. So. Jo. Jetzt ist die Frage, ist die Schmiede jetzt hier ganz oben? Dann könnten wir Blade noch kurz mal besuchen und Hallo sagen. Ansonsten würde ich sagen, rauschen wir wieder ab. Hier oben sind, glaube ich, nur Wohnungen, ne? Huch. Söldner, Söldner, Banditen. Jo, hier oben sind nur Wohnungen. Schürfer. Jojo. Okay. Gut, soweit. Kann man hier rüber? Ich glaube nicht, ne? Dann würde ich sagen, hauen wir hier ab. Gut. Wir werden uns jetzt, zack, auf den Weg machen. Wie gesagt, zum Sumpflager würde ich vorschlagen. Gehen wir dafür wieder zurück ins alte Lager und lassen uns hinbringen. Kann ich hier hoch? Normal schon, ne? Na nü. So, und nochmal. Dann sollte ich schneller sein. Genau. So. Es wäre nicht schlecht, wenn wir dann bald ein Level Up noch kriegen. Ich würde nämlich sehr gerne da noch Akrobatik lernen. Damit wir schneller vorwärts kommen. Nicht nur sicherer, sondern auch schneller. Weil durch diesen quasi Hechtsprung, den wir da machen, schafft man schon ordentlich Speed. Es ist vor allem am Anfang ganz kamott und praktisch, wenn wir noch keinen Reisestein haben, also keine Rune zum Teleportieren, dass man dann wirklich schneller von einem Lager zum anderen kommt. Mal hin und her laufen muss man schon ein paar Mal. Gequatscht wird viel. Das ganz anders gelaufen. Gequatscht wird viel, ja? Ihr Männer seid ja auch bekannt dafür, Drahtstanden zu sein und gebt uns Frauen immer die Schuld. Dabei seid ihr einen Schmarren besser als wir. Wirklich, wir sind alle gleich. Wurscht, ob mit drittem Bein oder ohne. Ja, wir sind alle gleich. So. Nochmal ganz kurz klupschen. Questtechnisch, glaube ich, alkoholischer Nachschub. Ja, da müssen wir dann wieder ins Lager zurück. Ich glaube, da war alles okay. Wie gesagt, wir müssen eh wieder her. Dann können wir eh noch, wenn noch Quests offen sind, hier weitermachen. Aber ich glaube, fürs Erste ist doch gut. So. Wie gesagt, wir haben jetzt nochmal den Weg nehmen, den wir schon von der alten Mine zum alten Lager genommen haben. Mit voller Absicht. Weil dort gibt es ja ein kleines Flussbettchen mit Lurker drinnen. Auch wenn wir den Lurker, der im Wasserfall haust, der uns damals umgebracht hat, werden wir seine Lurkerhaut über die Ohren ziehen. Und sie auch an uns nehmen, natürlich. Blatsch. Dachte ich schon, halt, ich bleib stecken. So. Normalerweise sollte es gehen, wenn ich hier rüber schwimme, dass ich hier bei den Felsen durch kann. Oder auch nicht. Ich schau mal.
Aha, geht glaube ich nicht, hä? Oder? Doch, doch, vielleicht? Nein, doch, doch, vielleicht? Wow. Oh Gott. Wow. Ja. Geht. Und es war relativ elegant. Tatsächlich. So. Jo. Genau, hier speichern wir mal. So. Zack, zack. Hüpf. Bitte eine nach der anderen. Dann gibt es nämlich auch noch einen Haufen Scavenger und da drüben sind Mallrats. Und wie gesagt, da den Fluss entlang gibt es noch Lurker und die möchte ich alle gerne verhauen. Zack, zack, zack. Das geht gut. Ja, die kann ich jetzt leider noch nicht looten. Das ist halt jetzt leider ein 100% Verlust finanziell. Na? Wenn beide kommen, wäre es jetzt schlecht. Doch, es kommen beide, in der Tat. Oh, ist aber gut ausgegangen noch. Hatte ich Glück im Unglück. Ah ja, warte. Na, passt alles. Alles okay, erztechnisch passt. Ich dachte jetzt schon, ich habe was vergessen. Nee, nee, passt alles, Zocki. Alles gut. Bitte beruhigen Sie sich. Ich werde das Fleischschwanzenragout mal wegschnetzeln, weil wir gehen eh gleich zu Snuff. Und dann werden wir auch mal versuchen, selber unser Fleischschwanzenragout zu kochen, ne? Das hatten wir ja auch noch nicht. So, nom nom nom. Das ist mit Abstand die knackigste Beere, die ich jemals in meinem Leben gegessen habe. Das gibt's nur hier. So. Ja. Frisch, frischer. Am goffigsten. So. Komm. Kommen Sie. Sie auch gleich. Wunderbar. Sehr gut. Das hat mir jetzt sehr viel Zeit gespart. Sie auch gleich, bitte. Nur keine Scham. Bitte kommen Sie. Oh Gott. Bitte nicht erschießen. Sehr gut. Da drüben auch gleich. Passt. Jetzt hatte ich schon Angst, dass der was trifft da drüben, ne? Alter, das wären 60 Punkte wieder Verlust gewesen. Du Gesindel! So. Das musste mal ausgesprochen werden. So, als nächstes die Mallrats. Mallrats, Mallrats. Ich werde auch die Brücke sicherheitshalber etwas meiden. Weil ich meine, dort wären noch Banditen. Oder hat es mich einfach nur getäuscht? Da haben wir drei von dem Gesindel. Okay. Ich schleiche mich mal hier so ran und hoffe, dass ich schon mal eines erledigen kann. So, das zweite und das dritte. Das geht gut. Das geht gut. Weil die so schön langsam sind tatsächlich. Halt, bitte looten. Ich möchte gern das Fleisch haben. So. Dann da hinten drinnen. Hallo. Gibt es hier irgendwas für uns? Nur Felsen, Speere im Boden. Nope. Ist tatsächlich nix. Okay. Macht nix. Haben wir dafür hier Fleisch bekommen. Passt alles. So. Hüpf, 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 hüpf. So, da sind wir soweit fertig. Das heißt, wir gehen den Lurker jetzt an. Ein Lurker, ein Lurker, ein Lurkerlein. Ach, wie ist das schön und fein. Lala, lala. So. Schnell mal ein bisschen was jausen. Schnell mal ein bisschen was speichern. Ja, weil wir haben ja frisches Fleisch bekommen jetzt. Und Erfahrungspünktchen. Hallo, Lurki. Soll ich vielleicht durchschwimmen? Da kann ich schon beißen, oder? Ah, der ist hier drüben. Lörkilein. Komm nur zu Papa.
Schau, wie gut das geht. Nicht einmal ein Damage kriegt. Wow. Lurkerhaut und Klauen. Das ist schön. So. Hier haben wir eine Spruchrolle. Dann haben wir ein Trankel und ein Mole-Rat-Fett. Ist die Truhe verschlossen? Nein. Dietrich, 2 Bier, Heilung, Spruchrolle, Pfeile, 100 Erzbrocken und ein Tränkelein. Ma, wie schön. Das ist schön. So, gleich haben wir es. Sehr gut. Das war schön. Das hat sich sehr ausgezahlt. Okay. Dann probieren wir es am Flussufer jetzt, ne? Zu unserer Rechten. Na nü. Blanchi, 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 Blanch. Blanchi, Blanchi, Blanch, Blanch. So. Gehen wir mal an Land. So. Was macht denn jetzt... Mein Vermieter ist jetzt schon wieder wach, wie es ausschaut. Der klopft da jetzt unten. Ich hoffe, man hört das nicht allzu laut. Der ist immer am Herumwerkeln. Und da das Ganze eigentlich ein riesengroßes Einfamilienhaus ist und in Wohnungen unterteilt ist, hört man dann halt natürlich alles, was da passiert. Und unter uns, unter dem Raum, wo ich gerade bin, ist eben eine Garage. Und ja... Eine Werkstatt dabei. Und das hört man jetzt halt leider. Komm nur. Und das hört man jetzt halt leider. So, bei der Gelegenheit können wir auch gleich mal probieren, ob wir Warane killen können. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Ich habe jetzt da gerade mal 3 Barts geschafft. Verdammt. Wenn der jetzt da weiter klopft, da kann ich heute nichts mehr aufnehmen. Naja, 3 Barts sind besser als keine. Oh, da hinten sind Goblins. Ich glaube, das sind sogar schwarze. Jetzt schauen wir, ob wir mit einem Varan auch schon mithalten können. In der Tat. In der Tat. Läuft sehr gut. Das bedeutet, wir können den einen Varan da hinten auch schon klatschen. Dann bin ich jetzt mal größenwahnsinnig. Also eh normal. Und werde auch mich gleich hier auf die Goblins da unten stürzen. Normal müsste ein schwarzer Goblin, glaube ich, dabei sein. Glaube ich. Oder es waren nur Goblins. Sehen wir eh gleich. Aber es wären halt verschenkte Erfahrungspunkte. Seit wann machen die denn grünes Blut? Pfui. Ich glaube, meine Schuhe sind schmutzig. Ich werde mir auch gleich mal die Butlerhose anziehen, sicherheitshalber. Also wirklich. So. Ich speichere lieber nochmal. So. Ist besser. Wenn es echt schwarze Goblins sind, die sind nämlich, glaube ich, ein bisschen böse. Ein bisschen grob böse. Dann bin ich des Todes. Bitte kommen Sie. Immer schön einer nach dem anderen. Oh Gott. Jetzt kommen sie alle. Ich wollte einen nach dem anderen haben, ey. Ich wollte einen nach dem anderen haben und nicht alle. Jetzt habe ich Glück und ich kriege jetzt einen. Komm. Du Gesindel. So, mal schauen. Das sind schwarze Goblins, ja. Ja. Mhm. Ist nicht gut. Okay. Habe ich mich tatsächlich unabsichtlich richtig erinnert. Schwarze Goblins sind doch noch etwas böse für uns. Da gehen wir noch ein bisschen weg. Da warten wir, bis wir bis sie besser draufhauen können. Ein bisschen mehr Stärke haben. Nehmen wir halt einmal die Lurker hier. Ist ja auch fein. Na, du. Dein letztes Stündlein hat geschlagen. Es tut mir leid. Eigentlich nicht. So, servus. La 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 la.
Wir könnten noch mal größenwahnsinnig sein und versuchen, die Banditen da oben zu besiegen. Sind, glaube ich, wie hier sind die? Wegelagerer oder so? Könnte man jetzt auch noch probieren. Ich glaube, das wäre nicht so gesund, aber ist ja wurscht, vielleicht kann ich sie einzeln rauslocken. Jetzt musst du dran glauben! Jetzt musst du dran glauben! Weißt du, wenn sie einzeln wären, wäre es super. Wow! Sind leider zu zweit. Ich versuche noch ein Stück hinweg zu laufen. Nee. Die sind leider zu zweit. Schade. Oh Gott. Ich dachte, ich könnte sie... Jetzt musst du dran glauben! Jetzt musst du dran glauben! Sind ein bisschen zu schwer noch. Ja, okay. Ich wollte es nur mal probieren. Sollte ich vielleicht noch lassen. Ich könnte sie vielleicht schon noch mit dem Bogen kitzeln, aber nee, lassen wir es lieber. Rück. So. Einmal sieht aber noch aus. Die sind ja später auch noch da, hoffentlich. Ein Rabenkraut, das nehmen wir auch noch mit. So. Gut, Lurker geblättert, abgehakt. Gut. Dann würde ich sagen, wir gehen rauf zu dem Dörrchen da oben und reden dann mit diesem Balltypi. Jetzt bin ich gerade am Überlegen. Die Liste gebe ich noch nicht ab, die brauche ich dann fürs neue Lager. Ist eh klar. Grübel, grübel und studiere. Was lernen bringt mir jetzt auch nichts. Ich habe nur mehr zwei Lernpunkte. Snuff. Wäre jetzt schneller gewesen, hier reinzugehen, ne? Ist ja wurscht. Ja, egal, es ist auch schon spät. So, ein bisschen Tempo. So, so, so. Bei passender Gelegenheit muss ich dann noch Akrobatik lernen. Unbedingt. Das machen wir dann, wenn wir wieder im neuen Lager sind. Lerne ich das sofortigst und auf der Stelle. Hätte ich vielleicht gleich machen sollen, bevor ich Einhandwaffe lerne. Aber es ist halt kämpfen, ist halt so schon praktischer. Muss ich ganz ehrlich sagen. Na, 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 na. So, guten Tag, die Herren. Ich habe Butlerhose an, ich gehöre zu euch. Das ist echt cool. So, da haben wir den Balltypi. Snuff müsste in der Richtung sein. Gehen wir mal zuerst Snuff besuchen. Für ein bisschen Essen. Mir interessiert das schon. Bin ich jetzt falsch? Arena? Na, müsste passen, ne? Nach der Arena ist es dann. Genau, Arena. Das ist auch jetzt so ein gutes Stichwort. Ja, ja, wir haben viel zu tun. Viel zu tun. Hallo, Sniffchen. Hey, du. Essen. Du hast gesagt, ich kann so viel von dem Eintopf haben, wie ich will. Und das stimmt auch. Ja. Hier, nimm drei Portionen. Danke. Tja. Ich würde gern selber mal zum Kessel. Darf ich da mal ran? Er hat gezuckt. Sollte? Nein. Wie geht es da mit dem Kocher? Da muss ich aufpassen. Da ist wieder dieser Mut. Egal. Dann halt nicht. Da unten ist, glaube ich, ist das noch ein Kessel? Ich probiere es mal da unten. Da, da, guten Tag. Kann man hier vielleicht was kochen? Oder ich muss mir einen Kochlöffel holen. Das könnte natürlich auch sein. Haha. Dass ich erstmal ein Kochlöffelchen brauche. Das, hoppala. Das könnte auch sein. Den habe ich, glaube ich, noch nicht. Wird schon werden. So, ich werde mir jetzt schnell mal ein bisschen noch essen. Na nö.
Essen machen. Ich will gern so. Zack, 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 zack. So, ich glaube, das genügt. Und dann werde ich jetzt noch einmal speichern. Schaue ich kurz auf die Uhr. Ein bisschen haben wir noch. Ungefähr 8 Minuten. Ah, der Schatten war das. Hoppala. Ich habe ihn gerade verwechselt. Entschuldigung. Entschuldigen Sie bitte. Ich wollte mit diesem Bartypi reden. Der ist natürlich da drüben. Der steht zwar schon hier, wenn Mordrak da ist, glaube ich. Da jetzt Mordrak aber nicht mehr da ist, ist auch der Bartypi weg. Hallo, ich würde gerne mitkommen. Bring mich zu eurem Lager, das will ich mir ansehen. Ja. Sehr gut. Ich werde vorangehen. Folge mir. Jawohl. Mal schauen, ob der das hinkriegt. Ja, der Wall dreht er sich nicht um. Nom, nom, nom. So. Dann haben wir nämlich alle Lager schon mal gesichtet. Und dann hoffe ich, dass wir bald noch eine Stufe aufsteigen und dass ich dann wieder 10 Punkte habe für die Akrobatik. Die wäre mir sehr lieb und teuer und sehr wichtig, wichtig. Muss ich halt jetzt leider ein bisschen noch hatschen auf normalem Wege. Aber aller Anfang ist halt schwer. So. Seraphis. Gehen Sie vor. Nur keine Scheu. So, jetzt kriegen wir jetzt mit einem Varan zu tun. Ja. Varan? Okay, der macht das schon. Die Firma tankt. Vom Varan kriegt man interessanterweise keine Haut. Ist wahrscheinlich nicht brauchbar. So, war hier noch was zum Looten? Ah, das haben wir schon. Oh, Dusch. Müsste ich wahrscheinlich jetzt da schleichen, dass ich hier durchpasse. Aber egal. So, geht schon, mein Bester. Laufen Sie. Hier haben wir noch ein paar tolle Sachen. Nimmst du es mit? Danke. Bild Seraphis, eine Waldbeere. Was haben wir noch? Steinwurzel. So, bitte gehen Sie vor. Ihr seht ja schon, ne? Hier am Fluss entlang gibt es ja auch haufenweise Scavengers. Die werden wir dann beim Rückweg, wenn wir wieder ins alte Lager zurückgehen, werden wir sie plätten. Da haben wir auch wieder einen Banditen, ist ja herrlich. So, bitte, laufen Sie. Da haben wir ein Wölfchen, das passt super. Kann man beim Wolf den Wolf verkaufen. So. So, Fell und Zähne. Normal müsste man es versuchen, den Schattenläufer herzupullen und versuchen, ob der denn töten kann. So, okay. Steck die Waffe weg. Entschuldigung, ich habe mich nur schon vorbereitet. Hast du noch mal Glück gehabt? Ja, jetzt lauf. Opa. Drecksviecher. So. Oh. Huch. So. Na nü? Jetzt haben wir's. Da war eine Sternschnuppe. Ich habe mir gewünscht, stärker zu werden. Mal schauen, ob der Wunsch in Erfüllung geht oder ob ich bald sterben werde hier. Jo. Bitte laufen Sie. Davon sind Scavengers, die kämpfen. Drecksviecher! Ja. So. Da hätten wir noch ein Kräutchen, weil ich es gerade sehe. Sehen tu. Ein Rabenkraut. So, lauf, lauf, lauf. Aha, die haben die Blutfliege schon geplättet zu zweit. So. Ein bisschen in den Wald rein sollte man eigentlich dürfen. Da wären nämlich noch Wölfe und Scavengers normalerweise. Aber man soll es, glaube ich, nicht übertreiben unbedingt. So, Höllenpilze. So. Ich speichere jetzt mal. Wie weit sind wir schon gekommen? Ein bisschen haben wir noch Zeit. So.
Oh, das sind sehr viele Warane. Ist jetzt weitergelaufen? Wupp, 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 Stufe aufgestiegen. Sehr gut. Also du bist echt nur am Pennen, Balltypi. Echt. Sehr gut, Stufe aufgestiegen. Das freut mir. So, ich brauche was zum Essen. Zwar dringendst. Wer hätte das gedacht? Normal Fleisch. Ja, ein bisschen Fleisch haben wir noch. Sehr gut. Nom, 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 nom. Schmackoschmatz. Wo wir schon da sind, wir haben auch gleich den Varan-Tabletten. Guten Tag. So. Ist der Paltypi noch da? Sehr gut, dann haben wir hier drüben noch zwei Varane. Da, den machen wir zuerst platt. Sehr gut. Dann den da oben. Über die Brücke gehen wir noch nicht drüber. Wir sind nicht lebensmüde. Hallo, hallo. So, gleich mal. Wow. Okay, das war knapp. Ich glaube, ich gönne mir jetzt mal einen Schluck. Genau. Jetzt war das doch etwas zu heftig. So. Ohne Butlerhose wäre ich jetzt verreckt. So, ich hoffe, dass es jetzt gerade nicht zu dunkel ist für euch. Sonst werde ich mir, glaube ich, die Fackel auspacken, glaube ich. Warte mal, da müsste ich ja eine haben. So, ich hoffe, das bringt was. So. Da, 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 guten Tag. Bitte laufen Sie. Da, 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 da. Sehr gut. Läuft ja sehr gut, muss man sagen. Drecksviecher! Bam! Bam! So, einmal essen. Eine Seraphis nochmal essen. Meine arme Fackel noch aufheben. So. Zack, 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 zack. Da sind Schwammelis. Höllenpilzchen. Noch einer. Und noch einer. Da haben wir noch eine Seraphis, glaube ich. Jawohl. Sehr gut. Ja, laufen Sie. Da haben wir noch ein paar Warane für später. Blutbuchsamen. Blutbuchensamen. So. Na, 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 na. Pilzchen, noch mehr und noch eins. So, laufen Sie. Eine Seraphis nochmal. Ich folge Ihnen. Bitte seien Sie unbesorgt. Das Kräutelchen nehmen wir mit. Das auch. So. Vielleicht opfere ich sogar die Lebenspunkte, sage ich schon. Die Erfahrungspunkte opfere ich vielleicht sogar schon. Wir sind angekommen. Für die Sumpfeier. Dort unten liegt das Lager der Bruderschaft. Ja. Geh durch das Tor und rede mit meinen Brüdern. Ich bin sicher, dass du den Weg nicht umsonst gemacht hast. Frag nach Kor Kalom. Er hat die Aufsicht über die Novizen und die Lehrer. Ich gehe zurück ins alte Lager. Es gibt noch viele Unwissende, die auf den richtigen Weg gebracht werden müssen. Viel Glück. Dankeschön und Servus. Gut. Ihr seht halt auch, man kriegt Erfahrungspunkte dafür. Also sollte man sich doch führen lassen. Grüß euch, Burschen. Sei gegrüßt, Fremder. Du bist dabei, heiligen Boden zu betreten. Yes, dies ist die Bruderschaft des Schläfers. Das schau her. Was führt dich her? Die frische Luft. Ich will mich euch anschließen. Ich bin neu hier. Ich wollte mir das Lager ansehen. Anschließen. Ich habe gehört, ihr seid auf der Suche nach neuen Leuten. Ich will mich euch anschließen. Dann sei willkommen. Die Bruderschaft des Schläfers hat einen Platz für jeden, der sich vom Geist des Schläfers führen lassen will. Ja. Wenn es dir wirklich ernst ist, Nein. solltest du versuchen, die Aufmerksamkeit von Baal Namib zu erregen.
Er steht direkt auf dem Platz hinter dem Tor. Aber du darfst ihn nicht direkt ansprechen. Warte, bis er dich anspricht. Selbstverständlich. Ich brauche eine Rüstung. Dann wirst du dich uns anschließen müssen. Wir können uns Rüstungen nicht an Lagerfremde verkaufen. Jeder neue Novize bekommt für den Anfang einen Novizenrock. Es ist nicht viel, aber er kann dir das Leben retten. Wie sieht's im Lager aus? Wie sieht's im Lager aus? Alles ruhig. Geh nur rein. Jawohl. Servus. Die Templer. Wie spät haben wir's schon? Naja, der Part wäre zu Ende. Gut, dann würde ich sagen, belassen wir es so gerade dabei. Wir sind hier angekommen und im nächsten Part schauen wir uns das Sumpflager ein bisschen genauer an. Ihr Lieben, das war's wieder für heute. Ich bedanke mich von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen, wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi!